gibt es auch Biohöfe, die das Tierwohl einhalten. In der Tierindustrie. Dazu gehören Biohöfe. Alles, wo Tiere für Geld ausgebeutet werden und deren Produkte oder das Tier an sich selbst verkauft wird, gibt es kein Tierwohl. Das gibt es nicht. Okay, gehen wir rein. Das ist jetzt Teil 2 der Fragerunde zu Mission Huhn. Vor dem Film ist nach dem Film. Nach dem Film ist vor dem Film. Nach dem Film ist vor dem nächsten Film, wo wir gerade stehen. Hast du schon die ersten Klagen bekommen? Kiezi. Nee, aber Post vom Anwalt. Ja. Wie fandest du die Reaktion auf Mission Huhn? Fragt Strobo. Hätte ich insgesamt in der Gesamtheit nicht erwartet, so wie reagiert wurde. Aus verschiedensten Gründen. Also ich hätte mit mehr Gegenwind aus der Landwirtschaft gerechnet. Da kam wenig bis gar nichts und einige Landwirte haben mir gratuliert und haben gesagt, danke. Fand ich weird. Einige Trolle, also einige ist gut, das waren wirklich hunderte Trolle. Es war erstaunlich viel, viel Trollkram. Und der größte Gegenwind kam aus der veganen Szene. Heute ist da auch der vegane Tag, veganer Welttag, Welttag der Veganer. Ja, da war viel Gegenwind. Wie geht's den Hühnern? Sehr gut. Isst du noch Eier? Ole Lockenwitz. Ole Lockenfitz. Das war ja die größte Kritik der Veganer, dass ich in diesem 37-Minuten-Film in 2 Sekunden gesagt habe, achtet darauf, wo eure Eier herkommen. Und ich persönlich esse nur Eier von geretteten Hühnern. Das waren quasi 2 Sätze, also 2 bis 3 Sekunden von dem 37-Minuten-Film, die alles für die vegane Szene kaputt gemacht haben, zerstört haben, mich als den größten Tierfeind und Tierausbeuter darstellen. Oder man titulierte sogar, dass ich die Ausbeutung von Tieren fördere und gutheiße. Ja. Ich mache ja solche Filme, weil ich es eben nicht gutheiße und weil ich die Ausbeutung von Tieren beschissen finde. Und ich würde mich freuen, wenn niemand mehr Eier isst. Das wäre super geil. Und wenn alle Veganer wären, weil dann kein Tier oder weniger Tiere leiden müssten. Aber mit der Brechstange zu 100% von den Leuten zu fordern, ihr müsst das so machen, weil ihr sonst Mörder seid, funktioniert aus meiner Sicht nicht. Und ich habe das auf Instagram schon als Statement gegeben. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, den Leuten mit der Brechstange vor den Schädel zu hauen, sie anzuschreien und zu sagen, ihr seid alles Tiermörder und Tierschänder, wenn ihr nicht sofort 100% vegan seid. Es gibt nicht 100%, man ist vegan oder man ist nicht vegan, laut Veganer. Ich habe mich zu diesem Thema schon so oft geäußert und in die Scheiße geritten. Und an dieser Stelle müsste ich vielleicht mal so ein paar Sachen sagen, die mir da auf der Zunge liegen. Also, wenn man so einen Film macht, das ist ja kein geskripteter, Robert, pass auf, Folgendes passiert und das machst du jetzt und dann sagst du Folgendes und da ist keine Regisseurin dabei, sondern ich gehe einfach los und mache irgendwas. Und irgendwas ist eine ziemlich stressige Situation, die den Geist und den Körper maximal fordert. Das ist wie ein Marathon, weil du bist die ganze Zeit extrem fokussiert. Man ist die ganze Zeit sehr angespannt, der Puls ist hoch, weil es kann jederzeit etwas passieren. Mir, der Kontaktperson, man kann aufgeklärt werden, man kann, also, dass man erwischt wird. Derjenige kann sauer werden, der kann freundlich reagieren, der kann mit der Machete dastehen. Friedrich Mühlen wurde schon mit der Axt angegriffen, es wurden Leute mit Waffen bedroht. Das kann gefährlich ausgehen, man kann die Tiere verletzen, die man dokumentieren möchte. Man kann sich selber verletzen, man kann selber krank werden. Es gibt 1 Milliarde Szenarien, die einem während eines solchen Drehs durch den Kopf gehen. Und währenddessen muss ich mit dem Handy alles vernünftig dokumentieren, meine eigenen Reaktionen einfangen, meine eigenen Gefühle preisgeben, während ich die All-Around-Awareness überhaupt haben muss, in der Situation zu erkennen, was passiert hier, was findet hier statt. Ich muss es versuchen zu verinnerlichen, ich muss mit der Kontaktperson im Austausch stehen, ich muss auf die Tiere aufpassen, ich muss aufpassen, dass ich nichts kaputt mache, Spuren hinterlasse, whatever. Also es sind in der Situation, passieren 1000 Sachen und 1 Milliarde Sachen sind in meinem Kopf. Da habe ich nicht zu 100% das perfekte Wording in jeder Situation, was im Nachhinein von 100% der Menschheit als gut erachtet wird oder als das richtige Wording. Hinterher, von der Couch, vom Sessel, vom Schreibtisch, ist das immer total einfach, solche Statements, die ich da gesagt habe, oder solche O-Töne zu verurteilen oder zu sagen, das hätte man besser ausdrücken sollen. Wer noch nicht in so einer Situation war, müsste sich dahingehend zurückhalten oder man begibt sich mal in eine solche Situation und kommt einfach mit. Ne? Und dann wird man sehen, wie anstrengend und wie anspannend sowas ist. Wenn man auch tagelang schon vorher nicht schläft, währenddessen natürlich nicht schläft, während man die Hühner abholt, nicht schläft, während man 15 Stunden auf der Autobahn ist, nicht schläft und man ist einfach völlig durch und hat nicht immer die 100%igen Worte. Dann gibt es Veganer, die das
Ganze schneiden, Veganer, die die Kontaktpersonen sind, Veganer, die den Film abnehmen und ich. Und dann müsste ich es eigentlich laut Internet nochmal durch einen durch eine vegane Ethikkommission jagen, um ja zu überprüfen, dass ich zu 1.426,2% alles auch 100% richtig sage, weil nur dann ist der Film wertvoll und nur dann bin ich ein guter Tierschützer. Und wenn ich das nicht mache, dann ist alles schlecht und alles ist scheiße und das bringt gar nichts. Ja, ich muss euch sagen, ich habe mit der Reaktion so nicht gerettet und ich finde dieses Defizitäre, also diesen Fokus, dieses Konzentrieren auf, was war schlecht daran, aus meiner Sicht, anstatt, hey, was war gut daran, cool, dass du das gemacht hast, cool, dass du, dass du das machst, was du machst. Wahnsinnigen Respekt und hey, wir hätten uns gewünscht, das ist wie in der Schule, wisst ihr, das hat mich damals schon gestört, wenn man, ich sag mal, 9 von 10 Aufgaben richtig hatte und dann haben die Leute ja, die Lehrer nicht gesagt, Mensch, toll, du hast 9 von 10 Aufgaben richtig, sondern die haben gesagt, du hast 1 von 10 falsch. Wisst ihr, dieses Denken, ich habe da irgendwie eine andere Meinung zu und fand das teilweise schwierig. Nichtsdestotrotz verstehe ich die radikalen Veganer, die Tierethiker, die Tierrechtsaktivisten, dass wenn ich sage, ich persönlich esse noch ein Ei von geretteten Hühnern von meinen Freunden, dass die das, natürlich weil das gegen deren Grundeinstellung geht, gegen den Veganismus, wenn man tierische Produkte konsumiert, dass die das blöd finden. Das kann ich total gut verstehen. Ich bin dagegen, jeglichste Tiere zu essen. Auf jeden Fall, 100%, stimme ich voll zu. Das werdet ihr in den nächsten Filmen, der lässt keine Fragen offen, der lässt auch keinen Interpretationsspielraum. Da werdet ihr das sehen, wie ich mich da positioniere. Allerdings sind für mich die Eier von geretteten Hühnern, von Freunden im Hinterhof, das ist etwas, was für mich persönlich, was ich mit meiner Ethik vertreten kann. Und ich spreche nicht von Bio-Eiern von Bauern um die Ecken, weil ganz, ganz viele Leute schrieben natürlich, ich kaufe nur beim Bauer um die Ecke und man bekommt tatsächlich das Gefühl, dass der Bauer um die Ecke gut sei und dass da alles anders sei. Also da, wo ich war, das war der Bauer um die Ecke. Ja? Und weil einige auch geschrieben haben, das sei keine Freilandhaltung, das war Freilandhaltung. Also ich erzähle euch ja keinen Quatsch. Ich lüge ja nicht in solchen Filmen. Also was soll ich sagen, außer, ja, das war Freilandhaltung, aber und Bodenhaltung im ersten Betrieb. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wenn dann Leute schreiben, nee, das ist falsch, dann ja, kann ich denen auch nicht helfen. Anyway, was ich nur sagen möchte. Liebe Veganer, ich verstehe euch, dass ihr sauer seid, aber ich finde, Kritik ist manchmal angebracht, manchmal nicht. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, die Nachrichten, die ich dazu so gekriegt habe, da war Raffaela Raab die freundlichste und netteste von allen. Das will was heißen. Das ist schon krass. Macht mich betroffen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und was ich dazu vielleicht noch sagen kann, es geht nicht darum, dass ich das okay finde, tierische Produkte zu konsumieren. Finde ich nicht okay. Ja, Robert, dann sei vegan. Ich finde es okay, wenn die geretteten Hühner, die ja aus der Tierausbeutungsindustrie kommen, 20 Eier legen und davon schlägt man 10 auf und 10 verarbeitet man zu Waffeln und schmeißt sie nicht weg. Dann ist das okay. Für mich. Ja, das ist, vielleicht sage ich auch in einem Jahr was ganz anderes. Sag, was hat der Lehmann damals für ein dummen Scheiß erzählt, das geht ja gar nicht. Was für ein Idiot, mein altes Ich. Weiß ich nicht, da bin ich noch nicht. Ich konsumiere nur keine Tiere mehr, außer gerettete Eier von den Hühnern, die ich kenne. So. Was nicht legitimiert, dass man Eier essen soll. Ich bin dagegen, Eier zu essen. Also esst halt keine Eier und dann wäre alles super. Dann bräuchte auch keiner mehr Tiere ausbeuten. Und das Interessante ist, dass die ganzen Menschen, die Eier retten und vegan sind, unter der Hand und heimlich sagen, ich mache mir auch meine Waffe. Robert, ich esse auch meine Käsepizza. Wir sind alles nur Menschen. Aber nach außen würde das niemals kommuniziert werden, weil man dann den Hate der veganistischen Tierethiker auf sich gezogen bekommt. Ich habe ganz viele Nachrichten gekriegt, ich schäme mich, Veganer zu sein, und erzähle das keinem. Und das kann es nicht sein. Man soll darauf stolz sein, wenn man Tiere nicht mehr länger ausbeutet. Ja? Und ich habe persönlich nicht das Gefühl, dass ich jetzt diese geretteten Hühner ausbeute. Das ist aber auch nur ein Gefühl. Ob das stimmt, das ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage. Aber vielleicht fühlt sich das für die Veganer auch so an, wie wenn mir jemand sagt, also ich bin ja 100% gegen Zoos. Und wenn dann jemand sagt, ja Robert, aber diese 2 Zoos, die sind wirklich echt okay. Die machen echt eine super Arbeit, wo ich sage, darum geht's nicht. Es geht um den Grundsatz Zoo. Da bin ich vielleicht der radikale Veganer. Ne? Aber spannend ist, dass jetzt die letzten Jahre der größte Gegenwind bei all diesen Tierschutzveröffentlichungen und Tierschutzfilmen immer aus der veganen Szene kam und nicht von den Landwirten oder von den angeprangerten Menschen selber. Und das finde ich sehr schade. Das ärgert mich irgendwie. Aber gut, dagegen kann ich offensichtlich nichts tun. Am Anfang war es die militante Veganerin, dann war es der extreme Veganer, dann war es der andere Veganer, dann war es die
irgendeine neue Veganerin, dann war es die militante Linke, nee, die vegane Linke. Es kriechen ja auch immer irgendwie neue Leute mit neuen Titeln aus dem Eck und vergleichen einen mit Attila Hildmann und Richard David Precht. Das sind zwei Namen, mit denen möchte ich nicht assoziiert werden. Das sind voll die nicht in Ordnungen Leute. Ich finde das schwierig. So. Und das Letzte, was ich zu dieser Thematik sagen kann, ist, ihr dürft auch nicht vergessen, ich bin kein Tierethiker oder Tierrechtsaktivist. Ich bin ein Meeresbiologe, der nach bestem Wissen und Gewissen Tierschutz macht und ich gebe wirklich mein Bestes. Und darüber hinaus, seit Wochen, dieses ganze Jahr hat sich nur um Tierschutz und Undercover-Recherchen gedreht, sodass insgesamt über 20 Filme dieser Art rauskommen. Das musst du erstmal produzieren, verwursteln, die Themen verarbeiten, machen, filmen, durchleben, recherchieren. Und jeden Tag beschäftige ich mich aktuell zwischen 10 bis 15 Stunden mit der Bildbearbeitung für die Social Media Kampagne. Und ich mache das alles ehrenamtlich. Ja, dafür kriege ich kein Geld. Und wenn dann auch vegane Lebenshilfe schreiben, der Lehmann macht alles nur für die Klicks. Also ich kann nur sagen, was ich mit dem Hühnerfilm verdient habe. Das sind keine 500 Euro. Und gekostet hat er viele, viele tausend Euro. Also damit verdient man kein Geld. Und das kann auch jeder Creator bestätigen, was da nach Steuern übrig bleibt bei solchen Filmen. Das ist völliger Humbug. Und anstatt man damit ja Geld verdient und sich Kooperationspartner reinholt und alle einen feiern, kriegt man von allen Seiten auf den Sack. Wie verrückt. Und niemand würde mit einem kooperieren, weil das natürlich auch kein Content ist, wo man gerne Werbung schalten würde und so. Also das muss man sich auch vielleicht so ein bisschen überlegen. Und dann gibt es immer noch irgendwelche Leute, die Lügen verbreiten und was weiß ich nicht alles. Das ist wirklich eine anstrengende Szene, habe ich das Gefühl. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man versteht, meine Kernkompetenz sind Zoos, aber auch da, das sehen ja die Zooleute anders. Meine Kompetenz sind Fische, das sehen die Fischleute anders. Meine Kompetenz ist das Meer, das sehen die Meeresbiologen vielleicht gar nicht so anders. Vielleicht bin ich da akzeptiert, keine Ahnung. Ja, Tierschutz ist nur, ich versuche halt so breit es geht und so gut es geht. Und wenn ich mich da mal in 2 Sekunden aus eurer Sicht vertue und 37 Minuten okay waren, dann finde ich das vielleicht irgendwie akzeptabel. Okay. Gut, ganz schön lange ausgelassen, sorry dafür. Gut, wie ist der Kontakt mit Anna entstanden? Kann ich nicht sagen. Wie lang hat der Dreh gedauert? Wenige Stunden. Vorbereitung, Nachbereitung, Hühnerpflegen, Wochen, Fahrt über Autobahn und so weiter, Wochen, also ja. Wirst du zum Psychologen gehen nach der ganzen Sache? War ich, Mina? Ja, ich war beim Psychologen. Da sagt man, hey, mir geht's schlecht, weil ich ganz viele schlimme Sachen gesehen habe und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Herr Lehmann, machen Sie einfach weniger, dann geht's Ihnen besser. Also was soll einem der Psychologe helfen oder was soll der... Also ich suche ja nicht nach meinem inneren Kern und verstehe nicht, warum Dinge sind, wie sie sind, sondern ich verstehe ja, warum alles so ist. Und ich verstehe, warum ich manchmal nachts nicht schlafen kann und immer wieder an dasselbe denke, weil ich mich immer und immer und immer wieder dem Leid aussetze. Das natürlich auch irgendwann zu viel wird und man stark sein muss für die Tiere, aber irgendwann ist das auch zu viel. Und ich sag euch, am Ende des Jahres wird es mir zu viel sein. Also mir ist es jetzt schon zu viel, aber ich habe gar keine Option aufzuhören. Ich mache einfach weiter. Das ist wie bei einem 100-Kilometer-Lauf oder beim KSK. Es gibt diese Aufgebeoption, die existiert nicht. Es muss weitergehen. Weiter, 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 bis es fertig ist. Punkt. Demeter-Eier akzeptabel, Sabrina. Nein, also Eier aus der Tierindustrie von Tierausbeutern sind nicht akzeptabel. Nein, esst keine Eier aus dem Supermarkt, esst keine Eier von Landwirten. Nein, Punkt. Wie viel Hate musstest du schon aushalten? Die Leute, die mich lange genug verfolgen, wissen, dass es schon viel Hate gab und dass es ordentlich geballert hat schon. Ja, zurück zur Psychologie nochmal. Uni Katrin sagt, darüber reden hilft, wir sind deine Gesprächstherapie. Jein. Viele Sachen können auch nur Menschen verstehen, denen es ähnlich geht oder dieselbiges durchlebt haben, dieselbiges machen. Und die zu connecten ist auch so eins meiner Ziele, dass man miteinander spricht, was man so da in dieser Szene, im Business, in dieser Welt, wenn man sowas macht wie ich, was man dadurch lebt und wie einen das belastet. Und dann kann man das miteinander, kann man das gut austauschen. Und zum Beispiel, ich tausche mich da regelmäßig mit Aljoscha aus oder mit vielen Menschen, deren Namen ich hier nicht nennen kann. Und das hilft auf jeden Fall, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen Frust abnimmt. Wie viele Hühner hat Anna schon gerettet? 1000. War das ein Biobetrieb in den Videos? Nein. Was ist nach der Veröffentlichung passiert? Das habt ihr, glaube ich, mitgekriegt. Welche Hühnerrasse ist deine Lieblingsrasse? Die ich auf den Philippinen natürlicher Art und Weise im Dschungel fotografiert habe, das Urhuhn, fand ich am geilsten. Bist du enttäuscht von der militanten Veganerin bzw. ihrer Reaktion auf das Video? Nee. Nochmal, Raffaella war die netteste von allen. So. Und ich bin nicht enttäuscht von Raffaella. Und ganz
auch wenn sie viel Hate abbekommt, auch wenn ich schon schlechte Dinge über sie gesagt habe, grundsätzlich kämpft sie ja für das Richtige. Nur aus meiner Sicht nicht unbedingt mit den richtigen Mitteln. Aber ich glaube, dass sie grundsätzlich ganz tief im Herzen, ganz weit unten, keine schlechte Person ist. Tja, unpopuläre Meinung vielleicht, ne? Schenke ich mir erstmal einen Hagebuttentee ein, doch. Der macht immer alles besser, außer Heitasse. Im Hühnershirt. Prost. Ist es schlimmer, vor Ort zu sein oder die Fotos aufzubearbeiten? Also vor Ort ist es ganz am Anfang immer sehr, sehr schlimm, weil das dann so wie eine Welle über einen rüberschwappt und man mit der Situation klarkommen muss. Aber ich muss ja dann auch arbeiten und das alles aufnehmen. Da muss ich dann Profi sein und mich zusammenreißen. Schlimm ist es an dem Tag immer abends, wenn man die Möglichkeit hat zu schlafen und ins Bett geht, da ist das besonders schlimm. Jedes Mal, wenn man den Film abnimmt, jedes Mal, wenn man mit Pete, dem Cutter oder Carmen oder Paula, den Regisseurinnen, spricht über, wie man solche Filme gestaltet, warum, wie, wo, was anders. Wenn man mit Anna am Telefon spricht über die Sachen, wenn man die Bilder bearbeitet. Und jetzt beim Hühnerfilm war es für mich einigermaßen okay. Beim Schweinefilm gibt es ganz oft Situationen, wo es für mich nicht mehr okay ist. Wie militant sind die Veganer seit Mission Huhn? Kann ich nicht entscheiden. Also da sind Militante dabei, da sind Nette dabei. Die überwiegenden, die Veganer. Ich hasse das auch, dass man immer da von die und wir und ihr und dass man immer so sprechen muss. Einfach die Menschen, die vegan leben, die meisten sind ja, das sind ja liebe Menschen, die das für die Tiere tun. So, also von daher, alles okay. Was war zuerst da, Henne oder Ei? Rick. Rick war als erstes da. Rick Sanchez, klügster Mann im Weltall. Werden die Eier als Freiland- oder Bodenhaltung verkauft? Im Video hast du beides mal erwähnt. Das eine war, das erste war Bodenhaltung, das zweite war Freilandhaltung und so wird es auch deklariert und verkauft. Was hat mich vor Ort am meisten schockiert? Das Leid und der Tod und die eingeklemmten Hühner, die zappelten, mit Beinen gebrochenen Hühner, die mit blauen Flecken, die ohne Federn, die Hühner, die andere Hühner gegenseitig aufgefressen haben. Der Geruch, die Geräusche, die Lautstärke, die Masse an Tieren. Und wenn man weiß, dass Hühner eigentlich, wenn du den Dschungel, wenn du ein Urhuhn siehst, ja, und ich habe die Urhühner schon fotografiert, da wo die herkommen, das sind, die leben einzeln oder in kleinen Gruppen, das sind mal 10 Tiere, ne? Oder Hühner kommen klar bis, keine Ahnung, bis 20, 30, was weiß ich. Aber wenn du Tausende auf einem Haufen siehst, das schockiert einen. Diese schiere Masse, die Wärme, der Gestank, die Nichtluft, die, dass ich da nicht atmen kann, alles da dran ist scheiße, alles schockiert einen. Aber das Schockierendste ist dieses Leid und dieser Tod, der da drin herrscht. Und dass man das draußen nicht sieht. Dass wenn man sich so ein Ei aufschlägt, bup, 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 5 Minuten Ei und das genießt mit flüssigem Eigelb, schön Toast dazu, bisschen Schnittlauch drauf, zack, so wie ich das früher gerne gemacht habe. Ich habe ja auch immer nur aus Freilandhaltung gekauft, ne? Bio, dies, das. Dass man das nicht weiß und dass man das nicht mit einrechnet. Und habe ich mich auch geschämt, dass ich sowas gemacht habe. Auf jeden Fall. Das kommt auch immer noch dazu, so diese Scham, ne? was man hinterher empfindet für das, dass man jahrelang dafür mitverantwortlich war. Und deswegen versuche ich mir meistens so viel Mühe zu geben, das heute anders zu machen. Wo kann man artgerecht Eier herbekommen? Oder sind Eier essen immer schlecht? Eier essen ist grundsätzlich immer scheiße und artgerecht kriegst du sowieso nicht. Und es sei denn, du hast selber gerettete Hühner, du schlägst 20 auf. Und verspeist eins. Das finde ich okay. Bist du froh, dass der Film endlich raus ist? Man ist immer froh, wenn das Thema endlich abgehakt ist und der Film draußen ist. Und man hofft dann immer, dass das in Deutschland was verändert hat. Also einige haben auch geschrieben, das ist ja nichts Neues. Das hat man alles schon gesehen. Jein, also ich habe noch niemanden gesehen, der dort arbeitet und seine Meinung gesagt hat. Und das Blöde an dem Hühnerfilm ist, dass ich Anna nicht die Bühne geben konnte, die sie verdient hat, weil sie keine O-Töne geben kann und euch nicht emotionalisieren konnte, sondern nur ich das in diesen wenigen Minuten tun konnte. Und weswegen es mir auch wichtig war, ein paar Hühner vielleicht zu retten, dort kommen. Vielleicht mache ich das auch alles fürs Ego mit dem Retten, weil ich mich dann selber besser fühle. Keine Ahnung. Hat sich irgendwer schon beschwert oder ist schon was Positives bei rumgekommen? Viele haben sich beschwert, vieles Positives ist dabei rumgekommen. Man muss sich die Kommentare durchlesen, es gibt einem, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Wie viele Eier legen Hühner, die vernünftig gehalten werden, so wie die Tiere, die du gerettet hast? Die legen ja weiter Eier, die sind ja zum massiven Eierlegen gezüchtet. Die hören ja dann nicht auf, nur weil sie in Ruhe gelassen werden. Die werden natürlich in den Betrieben über eine Zwangsmauser, das Licht und spezielles Futter dazu gezwungen, noch mehr zu legen in diesen anderthalb Jahren. Bis zu 300 Eier in ihrem kurzen Dasein. Und ein normales Huhn legt 15, 20 Eier pro Jahr und die halt 300. Ja, es ist eine Schande, was man da sieht und was man aus diesen Tieren gemacht hat. Wie ich es im Film gesagt habe, das ist das Gegenteil von Leben. Hab mir den Stream von der militanten Veganerin angesehen, muss sagen, in einigen Sachen hat sie doch recht. Wie siehst du das? Ich habe ihn nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen.
Wie geht's Anna nach der Ausstrahlung? Bist du in Kontakt? Wir sind in Kontakt. Wichtig sind dann für mich Fragen, ist alles okay? Es ist alles okay. Wie schlimm waren die letzten Tage für dich emotional? Ja, schlimm, aber nicht geschuldet aus der Missgunst und den Anfeindungen, sondern eher aus den Bildern, die ich hier bearbeiten muss, während das alles auf einen reinprasselt. Und man darf ja nicht vergessen, das mache ich nebenbei. Das ist nicht mein Hauptberuf. Ne? Also ich habe ja auch andere Jobs, die ich erledigen muss oder andere Verpflichtungen. Was wollte der Anwalt von dir? Bist du zufrieden mit der Weiterverbreitung des Videos? Fragt Rovani. Keine Ahnung. Ich finde, es hätte mehr Aufrufe und mehr Klicks verdient, aber ich wundere mich auch, das ist sehr steil gegangen, hatte sehr viele Kommentare, warum das nicht mal Platz 70 in den Trends wurde. Keine Ahnung, Shadowbanning, Tierschutz, Blut, dies, das. Ihr wisst, wie es läuft. Ich mache vielleicht nächstes Jahr einfach nur noch Wildlife-Content oder Musikvideos mit Tigern an der Kette und dann Trends Platz 1, jedes Video. Dann schallern auch die Klicks richtig rein. Dann macht der Lehmann YouTube für Klicks. Wie dumm ist die militante Veganerin eigentlich? Ich glaube, die ist nicht dumm. Gibt es auch Biohöfe, die das Tierwohl einhalten? Ganz wichtiger Satz, den könnt ihr euch tätowieren lassen, den könnt ihr euch über den Schreibtisch hängen, den könnt ihr euch immer wieder ins Gewissen rufen. In der Tierindustrie, dazu gehören Biohöfe. Alles, wo Tiere für Geld ausgebeutet werden und deren Produkte oder das Tier an sich selbst verkauft wird, gibt es kein Tierwohl. Das gibt es nicht. Dieses Tierwohl-Label, Haltungsform 1 bis 4, alles Schwachsinn, Lüge, Verbrauchertäuschung. Es gibt kein Wohl, wenn man Tiere ausbeutet. Punkt. Indiskutabel. Ja, aber die haben so viel Stroh und Auslauf und... Nein. Am Ende kommen sie alle in den Topf. Hat mir auch heute einer geschrieben, ich soll nicht alle in einen Topf werfen. Soll ich, dann werfe ich dich mal in den Topf und guck mal. Ihr wisst doch, wie es ist. Also es gibt Sachen, die sind nicht diskutabel. Verstehst du den Gegenwind der Veganer-Szene? Ja. Wie kannst du so positiv bleiben bei der komischen Gesellschaft? Es gibt keine andere Option. Ich könnte mich eingraben, ich könnte depressiv werden, ich könnte Schluss machen mit allem und mich wieder auf das konzentrieren, was mir wirklich Spaß macht, nämlich Tauchen mit Haien. Aber ich versuche ja, the best human being zu sein on this planet in my lifetime, wa? Und ich habe ja eine gewisse Macht und die möchte ich gerne nutzen für Veränderungen. Und natürlich für die Klicks. Kam eine Reaktion aus der Politik? Null. Es kam eine andere Reaktion aus der Politik, die ich sehr, sehr spannend finde. Völlig anderer Zusammenhang. Ich sag mal, Richtung geht... Warte, von welcher Richtung komme ich jetzt? Wenn ich von mir aus fahren würde, leicht südwestlich, das heißt leicht südwestlich, so 400 Kilometer, da kam was... Was ich sehr, sehr spannend finde, über ein paar Verstrickungen zwischen Institutionen und der Politik, wo man mal reingehen, reinspitzeln könnte. Ich habe Ihre E-Mail gelesen, liebe K. Punkt. Ich werde mich damit beschäftigen. Spannend. Ja, apropos E-Mails und Reaktionen. Kurz nach Veröffentlichen der Videos haben mir auch einige Menschen geschrieben, die in solchen Betrieben arbeiten und sagen, das, was du gezeigt hast, das habe ich noch 10-mal schlimmer da, wo ich arbeite. Und eine spannende Sache war dabei, da geht es um mehrere Straftaten, die ungeklärt sind in einer Region und die ich jetzt mit so einer E-Mail, die ich bekommen habe, aufklären könnte. Jetzt muss man mal gucken, wie man damit umgeht, das an die Staatsanwaltschaft übergibt oder anders. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Vielleicht brauche ich einfach bei Mission Erde eine neue Stelle, mehr Geld und kann dann da noch jemanden auf die Stelle setzen, weil wo soll ich mir die Zeit noch herschnappen? Ich habe sie nicht mehr. Um all diese Sachen zu bearbeiten, ja? Ja, krass, was ihr alles für Fragen habt. Spannend, wie weit dieses Thema ist und wie lange man sich darüber unterhalten kann und wie, es macht mir auch Spaß, euch das für euch zu beantworten, das zu beleuchten. Finde ich richtig gut, auch was ihr für Fragen stellt. Richtig geil. Gibt es auch Biohöfe, die das Tierwohl einhalten? Wer definiert Tierwohl? Wenn du Tiere hältst, um ihre Produkte oder die Tiere zu verkaufen, machst du nichts Wohlhabendes für die Tiere. Das ist Quatsch. Sprechen dich oder schreiben dich vegane Kritiker öfter direkt an oder kommt das mehr über öffentliche Statements? Beides. Ganz oft schreiben mir vegane Kritiker eine DM, irgendeinen Scheiß, irgendeine Anfeindung, irgendeinen Kikifax und dann reagiere ich blöd drauf, dann machen die Screenshots davon, stellen ins Internet, sagen so, hier, der Lehmann ist ein Arschloch, bitte, damit ihr es alle seht. Ja, okay, gut, okay, macht. Viel Spaß. Erlebst du Anfeindung vorwiegend im Internet oder auch persönlich in deinem Alltag? 99,9% im Internet. Wo sonst? Da, wo die Realität sich abspielt. Dort, wo alle Aktivisten aktiv sind. Warum reagieren gerade Veganer da so extrem? Ihr seid doch auf der gleichen Seite. Sandra, ist eine gute Frage. Ich weiß, warum das so ist. Weil natürlich, wenn sich ein Mensch wie ich nicht 100% in eine bestimmte Richtung positioniert und sagt, nur vegan ist die Lösung, dann ist es alles falsch. Aber ich empfinde doch nicht, dass das zu 100% die Lösung ist. Ja, das wäre schön, aber ich möchte das niemandem vorschreiben. Ich möchte die Leute nicht anschreien. Ich finde, Essen kann immer noch jeder selber entscheiden.
was er möchte und wie er das möchte. Ich möchte nur den Leuten Informationen an die Hand geben und über meine Gefühle sprechen und sagen, was er jetzt daraus macht, das ist ganz allein eure Entscheidung. Ich würde mir wünschen, dass keine Tiere mehr leiden müssten für uns. Aber ich weiß auch, dass das völlig unrealistisch ist aktuell. Und deswegen versuche ich das so sanft wie möglich und so gut, wie es mir eben möglich ist. Und positioniere mich nicht radikal, weil ich glaube, dass das die Leute vor den Kopf stößt. Ja? Hallo Robert, wie machst du das mit dem Futter für Hunde und Katzen? Ich habe keine Katzen, ich habe nur Hunde und da kaufe ich Futter. Ich bin selbst Veganer, kann die Reaktion der Szene aber nicht verstehen. Du tust so viel für die Tiere. Ja, aber wie gesagt, wenn man nicht 100% vegan ist, sich positioniert und sagt, alle anderen sind Mörder, dann ist man scheiße. In einigen Kreisen, das ist ja nicht überall. 99% der Veganer sind ja der Veganer. Der Menschen, die vegan leben, sind ja nett und vernünftig und alles cool. Aber ich verstehe auch die Radikalen. Ich verstehe, dass ihr sauer seid. Also ich, ne? Bei den Braunhennen sagtest du, dass es Freilandhaltung ist. Gab es da einen Auslauf oder sowas? Ja, da gibt es Auslauf. Da gibt es kleine Türchen, da können die durch. Machen die aber nicht. Wo kann man artgerecht Eier herbekommen? Rette Hühner und dann musst du dir überlegen, ob du das ins Internet stellst, dass du gerettete Hühnereier isst. Was meinte die Tante Veganer mit dem Hühnerkot und dass du damit kein Problem hättest? Hast du ja nie behauptet, dass du das gut findest. Wie kommst du darauf? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich verstehe die Frage nicht. Kannst du noch mal was zu den verschiedenen Futtermitteln sagen, bitte? Futtermitteln, was die Hühner bekommen, bin ich kein Experte, müsste Anna beantworten. Ist zwar jetzt keine Frage, aber ich fand es eine mega Berichterstattung. Ich möchte dir danken, dass du wieder mal auf so eine solch krasse Scheiße, Sache aufmerksam gemacht hast. Danke, Mike. Sehr gerne. Man konnte bei der Freilandhaltung kein Außengehege sehen. Gibt es dafür bestimmte Gründe? Vielleicht habe ich ja auch gerade da weggesehen. Nee, das Außengehege hat man nicht gesehen. Da waren auch keine Hühner, war niemand draußen. Wo gibt es Eier von geretteten Hühnern? Bei geretteten Hühnern. Also ihr könnt nicht gerettete Hühnereier kaufen irgendwo. Also, ne? Da müsst ihr schon selber Hühner retten und dann sagen ja die ganz krassen veganen Tierrechtsethikaktivisten, dann muss man die mit einem Hormonchip behandeln, dass sie nicht mehr Eier legen und dann man darf sie nicht ausbeuten. It's not your body, not your egg. Not your egg, not your body. Ah, ihr wisst, was ich meine. Not your body, not your egg. Keine Ahnung. Und es gibt ganz viele Videos, warum auch man Backyard-Eggs nicht essen sollte. Und zieht euch das alles rein, trefft die Entscheidung für euch alleine und esst einfach keine Eier, die irgendwo hergestellt werden aus der Industrie. Die habe ich jetzt auch schon 100 Mal gesagt. So. Es ist in uns verankert, Produkte von Tieren zu essen. Das bekommt man nicht so raus. Aber wir können uns entscheiden, wie man es machen kann ohne Massentierhaltung. Oder wie man es machen kann, ohne dass man Tieren wehtut. Auch ganz einfach. Wird es noch einen Teil zu Bio-Hühnerhöfen geben? Habe gehört, das soll auch schlimmer sein, als was offen dargestellt wird. Ja, das ist immer so die Forderung. Hinterher, ja, jetzt zeigt er immer nur das Schlechte. Komm doch mal auf einen guten Hof. Für mich stellt sich die Frage nicht. Weil alle Höfe beuten Tiere aus. Ob jetzt gut oder schlecht, ist mir am Ende völlig Latte. Ist mir total scheißegal, ihr beutet Tiere aus, Punkt. Und ob ihr die jetzt 4 Quadratmeter mehr gebt und zu Tode streichelt, am Ende kommen sie in den Topf. Kein Tier stirbt freiwillig und ohne Schmerzen. Und kein Tier... Er sitzt da und gibt nur 2 Eier pro Jahr, also dann kosten die Eier ja 190 Euro. Aber das passiert ja nicht. Überall werden Tiere ausgebeutet. Ob Bio oder nicht, ist völlig Latte. Also von daher muss ich mir Biohöfe nicht angucken, weil... Weil das ist ja auch nicht der Standard. Der Standard ist, Achtung die Zahl, frischeste Zahlen haben ergeben, 99,6423 Periodeprozent ist so, wie ich das euch gezeigt habe. Und darum geht es, das zu dokumentieren. Ich muss auch nicht die schönsten, wunderbaren Streichelhöfe, dann geht auf den Lebenshof, wenn ihr das sehen wollt. Legen die geretteten Hühner jetzt immer noch täglich Eier? Reguliert sich die Legehäufigkeit irgendwann wieder auf die natürliche Häufigkeit? Das weiß ich nicht. Die legen weniger Eier als da im Eierbetrieb und im Winter sowieso, aus verschiedensten Gründen, aber die werden immer weiter Eier legen, weil sie dafür gezüchtet wurden. Und die Zucht hört ja nicht auf, nur weil sie gerettet sind. Und auch, ich kann auch verstehen, dass Menschen sagen, wieso rettest du Tiere, das ist total sinnlos, das kostet einen Haufen Geld, muss sich jemand kümmern, das macht keinen Sinn, lieber gegen die Tierindustrie kämpfen. Ja, verstehe ich total. Diese Diskussion haben wir, glaube ich, schon mal geführt aus diesem Kanal, als es darum um Keiko, den geretteten Orca, ging. Dutzende Millionen Dollar in ein Tier, anstatt was man mit dem Geld hätte international für alle Orcas machen können. Ich verstehe das total. Aber darum geht's nicht. Das ist auch das, was die Leute mir damals vorgeworfen haben. Robert, du hast Zehntausende Dollars verschwendet, um mit den Operatives ein paar Tiere in Asien über Monate zu retten. Aber frag doch das Tier. Für dieses eine Individuum macht es den Unterschied. Und das ist meine Denke. So denke ich, so arbeite ich. Als Peter-Aktivistin und Veganerin musst du wissen, so kompetent wie du habe ich noch keinen Content erlebt. Warum beschäftigt dich das, was die radikale Szene dazu äußert? Mina Maus. Warum beschäftigt mich das? Naja, klar, ich schaue mir die Reaktionen an zu den Filmen. Ich möchte natürlich wissen, was die Leute denken.
Und es hat ja nicht einer geschrieben oder eine gesagt. Da kam schon richtig Zunder aus einer gewissen Richtung. Wegen dir habe ich jetzt angefangen, mich veganer zu ernähren und zu leben. Das dauert ein bisschen, aber ich komme super gut klar. Ich danke dir. Ja, cool, Anne-Kathrin. Das, so soll das sein. Wie viele Hühner konntet ihr retten, Udo? Einige. Ich wollte mich kurz mal bedanken, dass du mir einen neuen Blickwinkel gezeigt hast und mir mit der veganen Ernährung anzufangen. Danke auch für dein Verständnis, nicht so wie andere, und zwar von beiden. Okay. Die meisten fanden dein Video super und haben nur die Message kritisiert, es sollen keine Tiere ausgebeutet werden, egal ob gerettet oder nicht. So habe ich es verstanden. Ja, wie gesagt, ne, man kann sich über 2 Sekunden von 37 Minuten aufregen oder man kann sagen, ey, 36,98 Minuten waren cool, vielen Dank. Es gibt zwei Herangehensweisen. Präferiere die zweite. Welche juristischen Folgen hätte es, wenn ihr bei solch einem Dreh von der Polizei erwischt worden wärt? Bei einer Tierrettung? Während man Tiere rettet, die im Sterben liegen, um sie zu versorgen? Was ist dein Wunsch, dass der Film bei den Zuschauern auslöst? Nachdenken. Ein Perspektivwechsel. Aus der Sicht der Hühner das sehen. Und nachdenken darüber, wo die Eier herkommen, die man gegessen hat und die man vielleicht noch zu sich nehmen möchte. Was das damit auf sich hat, was da alles für ein Rattenschwanz dranhängt. Und ihr habt ja nur die Haltung gesehen. Ihr habt ja nicht das Kükenschreddern gesehen. Ihr habt nicht die Bruderhahn-Thematik gesehen. Ihr habt nicht das Schlachten gesehen. Da fehlen ja noch ganz, ganz viele Perspektiven, die man überhaupt nicht jetzt in einem so einem Film abbilden kann. Ihr habt nur einen kleinen Bruchteil des Leides gesehen. Und ich finde, der reicht schon. Und das ist der gemäßigste von all diesen anderen Bruchteilen, ja, der das Gesamtbild ergibt. Aber da überlasse ich dann dem Individuum da draußen die Eigenrecherche, und ich möchte nur so einen Anstoß geben und sagen, ey, denk doch mal nach. Und dann passiert schon irgendwas. Was können wir tun, damit die Filme im TV gezeigt werden, um die ältere Generation mitzunehmen? Maria, solche Filme werden im TV nicht gezeigt werden, weil du hast im TV ja Werbepartner. Und ich kenne keine Zahlen, aber keine Ahnung, 15, 20, 30% der Produkte, die im TV beworben werden, haben ja Ei als Zutat vielleicht drin. Und das sind nicht Eier, die unbedingt aus Deutschland kommen und aus der Boden- oder Freilandhaltung sind oder aus der Biohaltung. Die sind vielleicht aus dem Ausland, aus der Käfighaltung. Wer weiß das schon so genau? Und das ist dann noch schlimmer. Aber gut, was weiß ich schon? Kannst du uns gute Eierersatzprodukte empfehlen? Mein Lieblingssatz aus Deutschlandfunk Nova Radio, sowieso meinem Lieblingsradio, war: 50 Gramm Apfelmus ersetzen ein Ei beim Backen. Oder einfach halt keine Eier essen, braucht ja kein Mensch. Habt ihr den geretteten Hühnern einen Namen gegeben? Selbstverständlich. Hallo Robert, habe mit Entsetzen das Huhn-Video geschaut. Dazu folgende Frage. Als ins zweite Gebäude sagtest du das Freiland. Ja, es ist Freilandhaltung. Habe ich jetzt schon 100 Mal beantwortet. Es ist Freilandhaltung. Ich sage im Film nur richtige Sachen. Nichts, wo ich mich vertan habe. Du bist sauer, ne? Hört sich so an. Tut mir leid, die ganze Kacke. Ich bin nicht sauer. Ich bin enttäuscht. Bekommst du Ärger wegen der geretteten Hühner? Ja, aus der veganen Szene. Weißt du, wie lange ein Huhn dort durchschnittlich dahin vegetiert? Naja, habt ihr im Film vielleicht gehört, da gehen 11.000 rein. Als ich drin war, waren es dann noch 8.000 nach ein paar Monaten. Am Ende sind es, keine Ahnung, 7.000. Der Rest geht auf dem Weg verloren. Und nach 1,5 Jahren oder so, wenn die alle völlig durchgebumst sind und 300 Eier gelegt haben und nur noch ein Schatten ihrer selbst, kommt dann das Ausstallen, auch so ein Punkt, wo die halbtoten Hühner dann in Käfige gepackt werden und dann irgendwo ins Ausland gefahren werden und dann dort geschlachtet werden. Und dann kommen die in die Chicken McNuggets oder was weiß ich. Also so 1,5 Jahre werden die halb zu Tode gequält und dann geschlachtet. Meinst du, es wird helfen, wenn es technische Lösungen geben wird, um künstliches Fleisch zu erstellen ohne Tiere? Na, man kann sich ja auch ohne Fleisch ernähren, ganz einfach. Also ich muss jetzt nicht künstliches Fleisch essen. Ich würde einfach sagen, einfach kein Fleisch essen. Punkt. Wie kommt dein Team mit allem klar? Ja, die haben zu knaupeln, ne? Die kriegen jetzt ja nicht den Hass ab oder so, aber die haben zu knaupeln an den Bildern. Und du musst dir vorstellen, dass so ein Cutter, der das ja täglich schneidet, über Wochen, immer und immer wieder und dieselbe Stelle und dasselbe Huhn und jetzt nochmal den Schrei lauter pegeln und dann da nochmal Ambient Music drunter und da nochmal das Bild besonders nah ranzoomen mit dem Blut, dass das Spuren hinterlässt bei Menschen. Und das ja über Monate und immer wieder derselbe Content. Ich sag, dieses Jahr kommt noch richtig, richtig, richtig Scheiße auf euch zu. Das, was dieses Jahr noch an Content released wird, das ist wirklich, wird nochmal spannend. Machst du eigentlich noch was zu Schlachthöfen? Weiß ich nicht. Robert, wie ist deine Meinung zu Wildtieren, deren Bestand von Jägern geregelt wird? Hat nichts mit dem Hühnerfilm zu tun. Wie schnell ging es den geretteten Hühnern bei deinen Freunden wieder besser? Das war wirklich beeindruckend, den Unterschied zwischen einem physisch gesunden Huhn und einem ausgebeuteten Huhn sind. Ja, ich habe ja gesagt, und das ist das, was ich so erlebt habe, Hühner sind krasse Viecher, alter Schwede, ey. Die sind kaum tot zu kriegen, also na klar sind sie tot zu kriegen in so einer Tierausbeutungsbatterie, aber
Ich war erstaunt, wie gut sich so ein Tier auch erholen kann. Was das seelisch bei den Hühnern macht, das kann ich nicht einschätzen. Aber wenn du so ein Tier das erste Mal siehst, was man jetzt gerettet hat bei so einer Rettungsaktion und das in eine ruhige Umgebung bringst, mit Coziness, mit frischer Luft, mit nicht Neonlicht, mit vernünftigem Futter statt Legemehl, mit nicht Artgenossen, die auf ihr rumhacken und picken, Hackordnung, in einer ruhigen Umgebung, dann fallen die erstmal ins Koma und schlafen, weil das gab es bisher nicht. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Und dann sind die ja nackt und haben Wunden. Und wir haben ja auch noch Tiere mitgenommen, die sowieso einen Tag später irgendwo im Eck liegen würden und von den anderen gefressen werden oder dann von Anna mit der Schubkarre draußen in die Tonne geworfen werden. Und die gesund zu pflegen, da gehört einiges dazu. Zwischen Tierärzten und der eigenen Erfahrung und Medikamenten und viel Wärme und Staub und viel Liebe und richtige Ernährung und Eier zurückfüttern und so weiter. Und dann sehen die echt, sahen die 6 Wochen später, sahen die wirklich, wirklich richtig gut aus. Und dann nochmal 6 Wochen später mega. Und nach dann nochmal 4 Wochen sahen die fast aus wie ein normales Huhn. Fand ich erstaunlich. Ist Kükenschreddern nicht verboten? In Deutschland. Was ist denn jetzt mit den ganzen männlichen Küken? Wo gehen die denn hin? Ich frage für einen Freund. Wie habt ihr die geretteten Hühner ausgewählt? Habt ihr Kriterien oder ist es ein Bauchgefühl? War bestimmt sehr schwer. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Danke dafür. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist. Und das ist jetzt nicht meine erste Tierrettungsaktion. Ich mache den Scheiß ja seit 15 Jahren. Und wie schlimm das ist, in einer Situation Gott zu sein und zu sagen, du kommst mit. Dir gebe ich eine Chance. Warum auch immer. Weil du mich angeguckt hast, weil du mir gefällst, weil du besonders krebelig aussiehst, weil du im Eck hängst und weil du leidest. Ob das ein Huhn ist, ein Schwein, ein Krokodil, ein Affe, ein Leguan, ein Schuppentier, ein Makao, ein whatever, you name it. Eine Katze oder ein Hund. Damit struggle ich ganz, 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 ganz doll. Und das ist vielleicht an der ganzen Scheiße das aller, aller Schlimmste. Zu entscheiden, du kommst mit und alle anderen, euch alle anderen, euch tausend, euch lasse ich alle zurück. Ich glaube, das ist damals in der Pelzfarm vielleicht ein bisschen rübergekommen. Wir haben 2 Füchse mitgenommen und du guckst in 500 Augen, die dich alle genau gleich anschauen. Du guckst nochmal einmal so über den Kackzaun, guckst denen alle ins Gesicht, während sie da schreien und gehst. Das ist das Allerschlimmste. Könnt ihr dann nachher wieder in die Kommentare drunter schreiben, der Lehmann spielt und übertreibt und macht das alles wegen der Klicks. Ich bin so müde von dieser Scheiße, sage ich euch ehrlich. Ich habe meinen Kollegen dein Video gezeigt, beziehungsweise auch vorgeschlagen, sich das mal anzuschauen. Viele von denen hinterfragen sich in ihrer Ernährung. Cool, das finde ich gut. Ja, meine Mama hat 12 Hühner, aber die legen auch mehr als 12 Eier, sind von klein auf eventuell auch schon so gezüchtet. So ist es. Wenn du Hühner in Deutschland jetzt rettest oder kaufst oder was weiß ich, die sind ja immer darauf gezüchtet, möglichst viel zu produzieren. Aus filmemacherischer Sicht kann man aber auch Kritik am Ende anmerken. Okay. Dank deiner respektvollen und zugleich bestimmten Kommunikation bin ich alte Schachtel 54 seit 10 Monaten vegan. Danke, Robert. Anonymer, ich danke dir. Cool. Würde dich einfach gerne mal umarmen. Bitte nicht. Ich bin nicht so der Umarmungstyp mit Menschen. Also wenn ihr mich mal trefft, nehmt mich bitte nicht in den Arm. Wir machen einfach eine Konsensumarmung, wie es Aljoscha mal sagt, auf Distanz. Das finde ich gut. Habt ihr bei Mission Erde eine Juristin, um mit solchen Anfeindungen umzugehen? Wir haben, glaube ich, bei Mission Erde 6 oder 7 Juristen im Team. Nicht. Keinen einzigen. Stellenbeschreibung zur ehrenamtlichen Tätigkeit eines Juristen, um uns aus allen Sachen rauszuboxen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dank deiner Arbeit setze ich mich beruflich gerade mit Pharmas in Verbindung, die Impfstoffe auf Hühnereiweiß produzieren, für die es noch keine Alternative gibt. Aha, spannend. Okay, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, finde ich cool. Hast du Albträume? Fragt Zungold. Nee. Ich schlafe ja nicht. Was hältst du vom Einsatz von Insekten in der Lebensmittelindustrie? Insekten sind ja auch Tiere. Einfach keine Tiere konsumieren. Bums. Ich lebe seit 21 Jahren vegan. Krass, da hast du angefangen, als das noch schwierig war, ne? Stelle mir immer wieder die Frage, wie eine vertretbare, gute Hundehaltung möglich ist, besonders in Bezug auf Hundenahrung. Was kann ich guten Gewissens verfüttern? Ja, das ist eine individuelle Geschichte, kann man nicht pauschalisieren und kann ich hier auch nicht beantworten. Waren die Aufnahmen von dem Typen, der das zerplatzte Ei ausgedrückt hat, von dem Pfleger, also nach der Rettung? Ja. Kann man Anna irgendwie über Mission Erde unterstützen? Nein, Holger, aber ich unterstütze Anna. Macht euch da keine Sorgen. Können die Küken nicht zur Vogelrettungsstation? Welche Vogelrettungsstation? Und hey, Vogelrettungsstation, ich hätte hier, keine Ahnung, irgendeine Zahl, zerreißt mich in den Kommentaren, ich hätte hier 20 männliche Hähne. Also ich hätte hier 20 männliche Hühner, also Hähne, 20 Millionen. Hat jemand Platz und Geld, die zu versorgen? Was machen wir mit denen? Die wären ja auch 15, keine Ahnung. Schwierig.
Was wäre passiert, wenn ihr alle Türen offen gelassen hättet? Das wäre dumm. Das ist wie die Leute, die sagen, warum bist du aus der Pelzfarm eingebrochen, dies, das? Und hast nicht alle Tiere freigelassen? Muss ich euch, glaube ich, nicht beantworten, oder? Also sind ja keine heimischen Rotfüchse. Gab auch heimische Rotfüchse, aber du weißt nicht, was die für Krankheiten haben. Corona kommt aus vermutlich solchen Tierfarmen oder engen Tierkontakt, Wildtieren, dies, das. Ich will nicht eine ganze Region oder Europa verseuchen, nur weil ich ein paar Tiere freigelassen habe. Klar würde ich die Rotfüchse auch lieber im Wald rumtollen sehen. Aber ich kann nicht in einer Pelzfarm Polar, Silber, Hybriden, Rotfüchse, was weiß ich nicht alles, freilassen und dann mit gutem Gewissen gehen und sagen, lebt in Freiheit, das endet böse. Das funktioniert nicht. Entkommene Nerze von Aktivisten freigelassen oder ähnliche Tiere, Minks, was weiß ich, haben dafür gesorgt, dass der Staupevirus auf wilde Kegelrobbenpopulationen und Seehundpopulationen übertragen wurde. Kommt alles aus Dänemark. Also das funktioniert so nicht, leider. Auch wenn ich die Tiere gerne in Freiheit sehen würde. Ja, an die Füchse habe ich auch gedacht. Wie geht's dir? Soweit ich weiß, gut. Ich verstehe dich voll und ganz, dass du müde bist. Bitte ruh dich gut aus und schau gut auf dich. Sei lieb zu dir. Kann ich nicht. Es wird weitergehen müssen bis Ende des Jahres. Und dann kommt garantiert irgendwas Neues. Und dann geht's auch weiter. Ja. Ist die vegane Szene seit dem Jagdfilm so aggressiv dir gegenüber oder war das schon vorher so? Keine Ahnung, vor 3 Jahren hat mich die vegane Szene gar nicht auf dem Zettel gehabt, würde ich jetzt sagen. Da habe ich mich auch überhaupt nicht positioniert oder dazu geäußert, ne? Und dann gehen natürlich viele Menschen davon aus, dass ein Mensch wie ich, der Tierschützer ist, sein möchte gern Tierschützer ist, dass der natürlich auch zu 100% streichen gibt es ja nicht, dass der vegan ist. Und wenn der nicht vegan ist, dann ist das kein Tierschützer. Da spielen die Millionen Quadratmeter Regenwälder, die hunderten geretteten und ausgewilderten Tiere, die Millionen inspirierten Menschen, die Kinder, die Bücher, all der ganze Scheiß, das spielt keine Rolle. Wenn du nicht vegan bist, bist du kein Tierschützer. Ich sehe das, wie gesagt, anders. Ich habe das in meinem Buch auch schon mal behandelt. Apropos, kauft mein Buch, weil davon lebe ich, nicht von den Klicks. Nur mal so, liebe Pro-Lebensglück-Feinde. Weiß ich nicht, und das ist, diese Diskussion gab es ja auch, dass es keine veganen Jäger gibt. Das wage ich zu bezweifeln. Dann haben die einen oder anderen einfach die Jagd nicht richtig verstanden. Aber das diskutiere ich. Dafür lasse ich nochmal die Kommentarsektion frei, warum ich das anders sehe. Dass es ja auch Menschen gibt, die noch nie ein Tier erschossen haben und vielleicht im Jagdschutz arbeiten und ein Tier erlösen. Und sind sie dann Veganer, wenn sie vegan leben? Oder weil sie ein Tier erlösen und damit töten, was angefahren wurde? Das wurde, glaube ich, im Internet schon mal richtig zerrissen, als ich das gesagt habe, dass es auch vegane Jäger gibt. Aber das ist ja sowieso. Das ist egal, was du sagst. Das wird ja immer für eine Headline oder für ein cooles TikTok- und Statement-Video werden dir ja Worte im Mund rumgedreht oder aus dem Zusammenhang gerissen oder aus dem Kontext gerissen, um Klicks zu generieren und Klicks zu kriegen. Und da ist es völlig egal, was du sagst. Und da sagt der Lehmann, es gibt vegane Jäger. Und natürlich sagt dann jeder, das stimmt ja nicht, weil Jäger erschießen Tiere. Dass der Lehmann aber sagt, jemand mit einem Jagdschein, der gelernt hat, ein Tier abzufangen oder weitgerecht zu töten und im Jagdschutz arbeitet, selber kein Fleisch isst, keine Tiere erschießt, aber ein Tier erlöst, was mit dem Auto angefahren wird und vegan lebt, ist für mich immer noch ein Veganer. Und also das müsste man mir wirklich jetzt mal erklären, warum das denn nicht so ist. Könnt ihr ja machen unten in den Kommentaren. Schön viele Kommentare schreiben. Das gibt Klicks und das freut den Algorithmus und das füllt mir die Taschen. Tassen. Und dann gibt es ja auch einige vegane Aktivisten, die sagen, der Lehmann, der hat ja seinen Jagdschein in 3 Tagen gemacht und bezeichnet sich selbst als Veganer. Jagdschein in 3 Tagen. Na klar. Bin jetzt aktiv 5 Jahre im Tierschutz, hauptsächlich Straßentiere im Ausland. Ich will gar nicht wissen, wie es deiner Psyche nach einer langen Zeit geht. Danke für deine Arbeit. Ja, 15 Jahre, Antonia, sind in verschiedenen Themen. Und ich mache ja nicht nur Haustiere und Nutztiere und Wildtiere und Hunde und den ganzen Scheiß, sondern wirklich eine ganze Bandbreite. Ja, da manchmal denke ich, scheiße, Alter, ich würde so gerne einfach wieder nur Kameramann sein und geile Naturdokus filmen. Und da kriegst du nie Lack. Da kriegst du keine Anfeindung. Da fragen dich noch Kamera Firmen, sollen wir dich nicht sponsern und Tauchanzugfirmen, ey, brauchst nicht einen Tauchanzug und ey, toller Film, tolle Sendung, richtig gut gemacht, toll. Und was mache ich? Jetzt könnt ihr wieder unten drunter schreiben, habe ich auch viele Kommentare, dann heul doch, heul nicht so rum, du Memme. Es ist wirklich, der Hühnerfilm hat echt gut gezündet. Ich habe Mission Milch lange nicht sehen wollen. Ich wollte das alles nicht wahrhaben, aber dank der Arbeit habe ich meine Konsequenzen gezogen und dieser dreiköpfige Haushalt ist inzwischen vegan. Gut, bleib stark und sei auch mal schwach. Ich kann mir nur vorstellen, was das für ein Ballast alles für die Psyche sein muss. Wow. Ist es.
Hast du eventuell noch mal Zeit für Schulvorträge zwischendurch oder machst du das gar nicht mehr momentan? Habe ich so viele Jahre gemacht, ne? Über, keine Ahnung, über 10 Jahre, hunderttausende Schüler. Aktuell absolut keine Zeit mehr. Wirklich schaffe ich gar nicht mehr. Seit deinem Bericht schaue ich mich immer wieder nach veganen Produkten um und werde meine Ernährung umstellen. Danke, Robert. Cool. Schaltest du in eine Art Autopilot, wenn du in so einer Extremsituation bist wie im Hühnerbetrieb? Ja, ich kann euch... Ich kann euch nicht zu viel verraten. Ich kann euch das eigentlich nicht zeigen. Aber vielleicht kann ich euch mal so eine Situation zeigen, wo ich im Autopilot bin. Eigentlich eine Situation, wo man heulen und durchdrehen und ausrasten möchte, wo man aber im Autopilot arbeiten möchte. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Wir gehen mal eine Sekunde rein, dann wisst ihr schon, was auch dieses Jahr noch auf euch zukommt. Hier bin ich gerade im Autopilot, glaube ich. Thresher, Tiger, Silky. Silky, 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 Silky. Drei Arten. Seidenhaie. Es ist ein Fuchshai dabei, ein Tigerhai. Da kommen die nächsten. Ja. Und wisst ihr was? Dann ist das. Das ist manchmal wirklich schwer, wenn man diese Sachen macht und. Und wirklich, wirklich viel davon macht. Viele, viele Themen, viele Filme, viele, viele Sachen. Und dann so viel Lack dafür kriegt, alter Schwede. Von den eigenen Reihen. Verstehe ich nicht. Aber werde ich vermutlich auch nie verstehen. Anyway, da habt ihr es gesehen, in einer Situation, in der, ihr kennt mich, wie sehr ich Haie liebe und so, wo ich eigentlich mich in die Ecke setzen möchte und noch weinen möchte. On fire. Let's do this. Dokumentieren, bab, O-Töne, Stories, bab, 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 Hochkant, Querkant, bab, 4K, Fotos, bab, 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 durchballern. Diesen Morgen 16.000 Bilder, bababab, Drohne fliegen, Manuel, zack, Paula, Beep, Nico, immer an meiner Seite, Sarah hier hinten, Making of, da sneak hinten rein, All Around Awareness, bab, the Dorsal Effect, ihr seid hinten, checkt alles ab, keiner mit einer Machete, kein Messer um mich rum, bababab, Bumsfallerer. Ab welchem Alter sollten Kinder deine Filme zur Industriehaltung, Industrietierhaltung sehen? Weiß nicht, gibt immer mal Nachrichten, wo die Leute sagen, Alter, meine 5-jährige Tochter ist dein größter Fan, die lieben das Buch und so weiter. Lieben den Kalender, gucken deine Filme. Das müsst ihr selber entscheiden. Ich kann nicht entscheiden, wie eure Kinder drauf sind. Es gibt ja auch, Kinder sind ja wie Hühner, sehr unterschiedlich. Und mal so, mal so. Und manche sind schüchtern, manche sind aufmüpfig, manche sind gelehrig, manche sind zurückhaltend, manche von bis. Und das müsst ihr, glaube ich, ich kann nicht für Kinder sprechen. Ich kann euch da keine FSK-Empfehlung geben. Entscheidet das selber für eure Kinder. Nerven dich mittlerweile Nachrichten aus der Community, wie ruh dich doch mal aus, pass auf dich auf und du siehst, ja, nervt mich. Ja, weil das Dumme ist an meinem Postfach, das ist mit tausenden Nachrichten geflutet. Irgendwelche Reels geteilt, irgendwelche TikTok-Links geteilt. Ruh dich aus, pass doch auf, du siehst schlecht aus. Gewöhnt euch mal an, bei solchen Sachen, an Sachen, die Aljoscha zum Beispiel sagt, da finde ich, da hat der einen sehr guten Approach. Solange ich euch nicht frage, was denkst du, wie ich aussehe? Braucht ihr das auch nicht bewerten. Ich weiß, dass ich scheiße aussehe aktuell und dass meine Augenringe größer, noch größer sind als mein Ego. Und dass ich abgekämpft aussehe, dass ich müde bin, dass ich ziepelig bin, dass ich angespitzt reagiere, dass ich super krass abgenommen habe, weil ich den ganzen Tag arbeite, das weiß ich selber. Und wenn dann das noch 200 Leute jeden Tag sagen, dann wird es nicht besser. Das ist so. Also von daher müsst ihr... da vielleicht mal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Das gilt fürs allgemeine Leben. Also ich finde immer, Leute zu bewerten anhand des Aussehens auch... ich habe neulich so ein schönes Bild gesehen, das fand ich ganz cool. Da war eine dünne, eine ganz schlanke Frau drauf. Nicht dünn, war sehr, sehr schlank einfach. Und die Leute haben gesagt, ach Mensch, toll, wow, du hast abgenommen, richtig schön. Und sie sagt dann, ja, ich kann aktuell aufgrund meiner psychischen Situation kann ich einfach nichts essen, mir geht es sehr schlecht und ich fühle mich schrecklich. Und dachte ich, ja... Da muss vielleicht mal so ein bisschen so ein Umdenken stattfinden, ne? Genau. Und gegen den Körper kann man sowieso nichts tun. Also ich bin halt ein schlanker Typ, so ist das. Deswegen nennen mich Leute auch RML Robert Mark Lauch. Ist aber immerhin vegan, würde ich sagen. Ist besser als Robert Mark Lachs. Robert mag kein Lachs. Robert, deshalb habe ich die Jagdfrage vorhin gestellt, möchte nicht auf Fleisch verzichten, würde gern Wildfleisch essen. Dieses Fleisch oder Produkte, die dein Video zeigt, kann man doch nicht essen. Das sehe ich genauso. Ja, absolut richtig. Ganz viele Jäger haben mir auch geschrieben, ey Robert, super, genau deswegen sind wir Jäger.
haben einige gesagt. Wie kann man bei all sowas Menschen noch mögen, fragt Maria. Naja, ich treffe ja ganz, ganz viele Menschen, von denen ich total beeindruckt bin. Wie Anna, wie Samara, wie Maria Baldini, die Ameisenbärenforscherin, wie die Lahntaucher, wie, keine Ahnung, die Leute, die sich bei Zürich engagieren und dafür ein Umdenken kämpfen, wie Lou, mit der ich immer wieder was mache, wie Paula Carmen, zwei tolle Regisseuren, wie Peter Cutter, wie Nico, Sarah, wie Manuel. Ich treffe super viele Menschen und die machen alle einen fantastischen und tollen Job. Und das ist das, woran ich mich halte, mit denen ich gern arbeite und wo man sich darauf fokussieren soll. Ich könnte mich jetzt auch den ganzen Tag auf Hasskommentare im Internet fokussieren und auf irgendwelche Arschlöcher. Aber das Wichtige ist, mit den positiven Menschen für Veränderungen zu kämpfen. Und das motiviert mich da eigentlich. Und ich habe schon, seitdem ich Umweltschutz mache und Tierschutz Kikifax, habe ich immer wieder ganz tolle, inspirierende Persönlichkeiten getroffen. Von Piet Bethune über Orca Ingrid bis Haschwaden und Poonam Dhanvate, die Tracked-Tiger-Leute. Die Operatives, keine Ahnung. Ich habe mit so vielen Leuten gearbeitet und das war immer toll. Und die haben mich alle inspiriert und von denen habe ich gelernt, mit denen habe ich gearbeitet. Und das gibt mir Kraft in den Zeiten, wo ich Kraft brauche, wie gerade jetzt. Ist die Haltung nicht die Verantwortung der Tierhalter und Bauern? Wie kann man etwas an der schlechten Haltung verändern? Was ist der Grund für die schlechte Haltung? Geile Frage, sehr komplex. Also, die Haltung, wie die Hühner gehalten werden in solchen Betrieben, ist grundsätzlich in der Verantwortung der Tierindustrie, der Landwirte, der Bauern, ja. Aber auch in der Verantwortung der Politik, die das durchgehen lässt, die das gesetzlich in diesem Rahmen erlaubt. Auch in der Verantwortung der Veterinäre, die alle 30 oder 40 Jahre zur angekündigten Kontrolle vorbeikommen. Auch in der Verantwortung der Mitarbeitenden. Besonders in der Verantwortung der Konsumenten, der Verbraucher, die Eier aus dem Regal. Ey, heute geiles Video gesehen. Eine Frau steht vor einem Regal und sagt, it's so funny, es war alles auf Englisch sinngemäß, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ich ins Regal greife und mir eine Packung aussuche und damit das Wohl der Hühner definiere. Ob gequält, super gequält, etwas weniger gequält, total ausgebeutet. Das Level of Happiness hieß es, glaube ich. Völlig geil, ey. Völlig geil. Ich habe es hier gerade im Augenwinkel gelesen, deswegen schreibt der Chat auch, jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel. Wir Konsumenten haben eine große Macht. Wen wir wählen, hat eine große Auswirkung auf Tierwohl. Wie wir uns selbst engagieren. Ich meine, du kannst am meisten kann man machen, indem du dich aus diesem System rausnimmst. Indem du sagst, ich bin nicht mehr Bestandteil des Systems, ich beute keine Tiere, ich werde vegan. Punkt. Dann bist du aus der Nummer raus. Wenn du dich dann noch ehrenamtlich im Tierheim engagierst oder bei Rette das Huhn oder Aktivistin wirst oder Meeresbiologie studierst und dann einen Instagram-Account aufmachst mit 444.000 Followern und Schnaps trinkst im Livestream, während deine Community dir zupflichtet und dir Konsensumarmung gibst, dann ist doch alles okay. Dann hast du was gemacht. So. Und dann kannst du protestieren, du kannst Bücher schreiben, du kannst ja super viel machen. Und das Beste ist aber, glaube ich, das fängt bei unserem Konsum auf dem Teller an. Da ist die einfachste Stellschraube. Punkt. Ja? Okay. Wie schaffst du es, nachts zu schlafen, ohne von den geschundenen Seelen verfolgt zu werden? Wer sagt, dass ich schlafe? Zu welchen Themen kommen noch Videos? Schweine, Haie, Vögel, Delfine, Elefanten, Starlinge, Waldabholzung, Wölfe, Bären, dies, das. Ich verdiene ja mein Geld mit Weltuntergangsszenarien und Panikmache, Klimawandel, dies, das. Ich bin quasi der digitale Kleber, der digitale Klimakleber. So bin ich. Das ist doch mein neuer Beruf. Immer wieder schockiert über das Unwissen unserer Gesellschaft und bin wirklich dankbar, dass du das alles dokumentierst und damit es auch Menschen erreicht, die bisher weggeschaut haben. Gerne. Was nervt dich am meisten, Christian? Naja, vielleicht sind es so die Sachen, so unfaire Behauptungen, grundsätzliche Lügen. Und ich denke auch mal an den Spruch, blowing out someone else's candle doesn't make yours shine brighter. Finde ich ein ganz, ganz gutes Ding. So, warum nicht zusammen? Warum muss man immer gegeneinander? Das nervt mich. Das hat mich schon immer genervt. Das hat mich bei den ganzen NGOs in Deutschland genervt, dass niemand miteinander arbeitet, sondern immer alle gegeneinander. Und der nimmt mir die Spender weg und der hat eine Veröffentlichung vor mir, da muss ich anders sein. Der hat das über mich gesagt und der macht das nicht richtig und die retten die Hühner nicht richtig. Und da, die sind Teil der Industrie und die böse Samara und ich, Tanja Hein, hab recht und pro Lebensglück und der Lebenshof und das ist alles schlimm und das ist alles gut und da, ihr seid scheiße und ihr macht das nicht richtig, ihr seid nicht vegan genug, ich bin viel veganer als du. Das nervt mich total. Einfach für Tierleid. Jetzt könnte man sagen, wie Raffaella dann sei doch vegan, dann gibt es die Fragestellung nicht. Ja, so einfach ist das ja. Kann das nachvollziehen, lese gerade Bücher vom 19. Jahrhundert, 1000 Jahre deutscher Walfang oder auch Karl Hagenbeck, von Tieren und Menschen. Ja, Freunde,
Das war eine krasse Fragerunde. Lecco mio. Ich mache das jetzt mal zu hier. Das war wirklich viel. Wirklich gute Fragen gestellt. Ich hoffe, wir konnten so einiges so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel beleuchten. Und am Ende freue ich mich dann auf die ganzen Hasskommentare unten in der Kommentarspalte. Viel Spaß beim Verbreiten. Und auf viel, viel Liebe von nämlich 99%. So, peace out. Bis zur nächsten Fragerunde.